gewachsen. Heute ist es unsere grüne Lunge, könnte man sagen. Das Mauerwerk noch, also ganz interessant. Treffen wir heute so eine eigenwichtige Bebauung. Und wo sollte man nach dem Peak hin mit den Trümmern und den ganzen? Das ist ganz wichtig. Ja, hier sehen wir aber auch, dass unsere Bürgersteige überdacht sind. Also bei schlechtem Wetter kann man ja auch ein Schaufenster bummeln. Emden ist im Grunde genommen die Stadt der kurzen Wege. Auch von ihrem Hotel sind sie ganz schnell in der Innenstadt in Nordrhein, wo ja über den Sommer die verlassenen Seenotrettungsbabys aufgenommen und aufgepäppelt werden. Er unterstützt aber auch die Seenotrettungsgesellschaft, die ja hier bei uns an der Küste überall vertritt. So, hier vorne, da bricht auch der Ottifant. Heute eher bekannt ist für super Luxus-Kreuzfahrtschiffe. Ich glaube, Sie werden sie auch besuchen in den nächsten Tagen. Dieses Schiff ist bereits 1919 zu Wasser. Hier war ein offener Kanal, das stank im Sommer und das war also alles nicht. Die knutschenden Ottifanten hier vorne zu sehen. Bereits in den 80er Jahren hat man hier das Ganze ein bisschen saniert. Das ist jetzt sehr schön, dass wir so einen kleinen Bus haben. Wir kommen natürlich super überall durch. Ja, nach Borkum haben wir das die am weitesten und am westlichsten gelegene Insel der ostfriesischen. Und auch die Arbeitsschiffe, Gefährdungsschiffe, das heißt Schiffe, die hier liegen, die rausfahren können, wenn auf See ein Unglück passiert. Das sind also Stückgut als Hauptverschiffung. Dass wir also einen Fährverkehr haben zur holländischen Seite, zur niederländischen Seite rüber, aber im Moment verschwinden die Pläne immer noch erst, wenn die andere Schleuse fertig ist. Geht gar nicht anders. So, wir fahren mal. Von hier aus Richtung Ruhrgebiet geschickt. Irgendwann wurden diese Frachter zu groß. Man leichtete sie dann bei Borkum. Das nee, nochmal. Und ich denke, hier ist ein Auto für jeden Geschmack. Und dieser Export gehen soll. Und je nachdem, wie weit der Weg ist, ob es in den asiatischen Bereich geht, dann sind die richtig eingebaut. Dieses Autofahren ist sehr beliebt hier in Emden, im Hafen Autos fahren im Schnee. Morgens kommt so ein Schiff an und muss verladen und beladen, entladen werden. Und wenn Sie dann so ein Schlafanzugauto haben, da haben Sie mal gerade einen ganz winzigen Luftlöcher. Also kommen die und dann geht es wieder zurück zur Insel. Jetzt müssen wir uns nochmal irgendwie durchschleichen. Hinten rum, raus. Es geht dann weiter Richtung England zurück. Der im 17. Jahrhundert nach Emden kam und von hier aus seine Truppen Richtung Afrika schickte. Das Schiff ist von ganz alleine auf die Brücke. Ungefähr 4000 Studenten sind hier. Ich glaube, sie fühlen sich auch ganz wohl. Natürlich viele aus der Region. Ja, natürlich in Emden wie überall. Ja, das haben sie alle gut gemacht, das muss man wirklich sagen.